Danke, dass du das antust. Ich würde mir das nicht antun können. Ich habe einmal eine SVV-Sitzung im Videoformat gesehen, weil die ganze Zeit ist es mir echt schwer gefallen. Da braucht man Betreuung, Beruhigungsmittel, ein ordentliches Glas Wein, damit man das durchhält. Ja, nein, es ist wirklich der Wahnsinn. Ihr wisst ja, ich arbeite zurzeit in Berlin in der Wohnungswirtschaft. Und was jetzt anfängt, was wir so die letzten Jahre nicht mehr kannten, es gibt wieder Stromsperrungen. Es ist Rationierung. Das. Rationierung von Strom. Ja, nee, nicht nur Rationierung, das wird sowieso kommen, früher oder später, aber dass der Sperrkassierer kommt. Dass Vattenfall den Hausmeister anruft und sagt, ich muss da mal einen Stromzähler abklemmen, weil die Rechnung nicht bezahlt ist und auch keine Ratenvereinbarung oder sonstiges getroffen werden. Hatte ich erst in der letzten Woche zwei. Und das kam die letzten Jahre eigentlich nicht mehr vor. Das ist nach der Wende gab es das öfter, hat mir meine Chefin erzählt, dass es mal so Zahlungsschwierigkeiten waren, dass die Leute ins Straucheln gekommen sind. Aber das geht jetzt wieder los. Da ruft dann ruft Vattenfall beim Hausmeister an, sagt einmal bitte Stromkeller aufschließen, dann wird der Zähler verblombt und abgeklemmt. Ja. Sagt dem Bundeskanzler, er möge seine 7 Meilenstiefel in die Ecke stellen und sich um das deutsche Volk mal ein bisschen kümmern, dass es ihm auch besser geht. Selbst wenn ich ihn sehe auf der Regierungsbank, auf den Regierungssitz, so wie so ein kleines Mannequin, sagt bei uns alle schimpfen auf ihn. Er kann nicht dafür, er tut sein Bestes, aber er kann sich nicht um die ganze Welt kümmern. Er soll sich hier kümmern um das Volk, was ihm anvertraut wurde. Dankeschön euch allen. Ganz kurz nochmal, ich will mal im Anschluss von Tami nochmal sagen, so viel kann man wirklich nicht saufen, wie man kotzen müsste. Ich sagte das so, wie es ist. Ja. Ich bin nur nach Hause im Endeffekt, ich habe mir meinen Kopf gemacht, habe gedacht, jetzt trinkst du erst mal ein Bier, damit du erstmal wieder klarkommst. Ich habe nur innerlich gedacht, Alter, was tust du dir eigentlich an? Aber du weißt jetzt, wie der Hase langläuft. Die Macht der Arroganz. Und wie gesagt, was die Bürgermeisterin rausgehauen hat, das war für mich das Allerletzte. Das Allerletzte. Ja. Danke, Fanny. Ja, ihr Lieben. Im Großen wie im Kleinen, aber denkt bitte zurück an unsere Walpurgisnacht. Wer kann sich noch an unsere Walpurgisnacht-Demo erinnern? Wer kann sich noch erinnern? Wir hatten einen Musiker vor Ort, da, einige erinnern sich noch. Wir haben die Demo abgehalten auf dem Kirchplatz. Wir hatten, Cortez war bei uns, hat für uns gespielt. Ihr erinnert euch alle. Und ich hatte in meiner Rede doch ein bisschen darauf abgestellt, wir haben sozusagen eine Gegenveranstaltung zu dem Besäufnis der SPD. Die SPD hatte zur Walpurgisnacht eingeladen in das Königs Wusterhausener Schloss und wir hatten ein bisschen die Konkurrenzveranstaltung. Ich habe gesagt, eigentlich wollen wir nicht vor anderen Parteiveranstaltungen demonstrieren, weil ich das immer schändlich finde, wenn vor den Veranstaltungen der AfD so ein Mob steht, der davor grölt und die Bürger abschreckt. Aber wir hatten gesagt, das ist ja jetzt keine Parteiveranstaltung, sondern das ist ja so eine Art Bonzentreffen. Da werden die handverlesenen Wähler und Mitglieder eingeladen und werden dann verköstigt auf Steuerzahlerkosten, vermute ich mal, über die Stiftung. Das sind auch alles Steuergelder, also das Geld der SPD. Das ist ja unser Steuergeld, was über die Stiftung in die Partei fließt. Und ich hatte euch alle an eins erinnert, was wichtig ist. Wir hatten dann gesprochen, was ist die Versammlung, die wir machen. Das ist eine Meinungsbildung, eine Willensbildung des Volkes. Und ich hatte daran erinnert oder ich hatte an mir selbst erkannt, dass ich eigentlich über viele lange Jahre, ich würde mal sagen fast 50 Jahre, außer als Stimmvieh nicht an der Willensbildung dieses Volkes teilgenommen habe. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Aufruf, wenn wir jetzt solche Geschichten aus der SVV hören, wenn wir erfahren, was im Kreistag passiert, der Landtag und der Bundestag, die sind sehr fern, aber wir haben Ortsbeiräte, wir haben die Stadtverordnetenversammlung und wir haben im nächsten Jahr die Wahl. Deshalb mein Aufruf an euch alle, geht nochmal in euch, sprecht mit euren Bekannten und Freunden, überlegt, wer nicht von euch sich vielleicht aufstellen lässt, ob er als freier Kandidat sich aufstellen lässt oder ob er sich umhört, ob irgendwo noch Listenplätze sind von den Freien Wählern oder von der AfD, wo Leute rauf könnten. Wir müssen uns engagieren. Das macht sich nicht von alleine.
Und wir müssen an der Bildungsbildung des Volkes aktiv teilnehmen, damit wir diese Situation irgendwo rumgerissen kriegen. Und unsere große Chance in Brandenburg ist 2024 die Kommunalwahl. Leute, bitte überlegt, sprecht mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, bildet Wählergruppen, bildet eine eigene Liste, geht rein, geht in die Ortsbeiräte. Es ist eine kleine Entscheidung, ob nur Weihnachtsschmuck hängt oder nicht, ob die Laternen nachts um 22 Uhr ausgeschaltet werden, wie hier um die Ecke. Wo ist das nochmal? Wo? Heidesee, genau. In Heidesee ab 22 Uhr ist die Straßenlaternen aus. Da ist duster, zappenduster. Das ist verrückt, wenn man da durchfährt nachts. Das sind alles Entscheidungen, die kann man vielleicht auch als Ortsbeirat kippen. Von daher 2024, das Jahr der Kommunalwahl in Brandenburg. Bürger in die Parlamente!